Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem Spezialinterview heute mal. Wir haben tatsächlich im Team einen dabei, der es in Wasserburg bei den Regionals in die Tops geschafft hat. Und das ist der Bene. Heißt, wir wollen heute von ihm erfahren, wie es für ihn gelaufen ist, seine Spiele mal kurz analysieren und auch sehen, welches Deck er gespielt hat. Also stell dich nochmal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen, Bene. Hallo, ich bin der Bene. Ich spiele jetzt seit dem Arena Cup in Würzburg. Also das ist meine erste wirkliche Season, wo ich irgendwie halt angefangen habe zu spielen. Also jeder, der irgendwie damit sich ein bisschen beschäftigt, kann auch irgendwie in die Tops kommen, wenn er halt da dahinter ist. Und okay. Ich habe Nightmarch gespielt und logischerweise halt die beiden Attacker jeweils viermal, die mit der Nightmarch-Attacke angreifen und natürlich die Lampens, die auch viermal, um den Schaden halt auszumaxen und zum Unterstützen quasi drei Shaman zum Ziehen. Mhm. Support allein ist eigentlich relativ dünn, weil man viel mehr mit Items durchs Deck geht. Zwei Sycamore reicht vollkommen aus, du willst nicht so viele DCEs rausschmeißen und so weiter. Also du möchtest deine Ressourcen auch sinnvoll nutzen. Ein Judge, der ist vor allem für so Geschichten wie Mirror oder Greninja Matchup ziemlich wichtig. Ebenso wie die Hexe. Wenn du Mirror spielst und Hex Turn 1, dann hast du eigentlich ziemlich gute Chancen zu gewinnen. Ein AC, gerade wenn er ein Lysand auf einen Shaman macht oder irgendwelche Geschichten im Aktiven stecken, wenn ich schon vier DCEs oder drei DCEs raus habe und ich habe noch einen Attacker über, der dann wieder was anderes Gleisender, da muss ich den AC benutzen, ist immer ganz gut. Xerosec habe ich eigentlich hauptsächlich deswegen drin gehabt, um Fighting Fury Bells ein bisschen zu umgehen zu können. Ich habe gedacht, es würde ein bisschen mehr Totina auch vertreten sein, das war jetzt nicht der Fall, hätte man cutten können. Teammates super Karte, vor allem weil man damit auch die Puzzles raussuchen kann, zu denen ich später komme. Und ein Lysander, der ist auch immer ganz wichtig, wobei der immer ganz gerne den Preisen war an dem Turnier selber. Items selber, also Itemkarten selber, viermal Battle Compressor, wer was anderes spielt außer viermal Battle Compressor, der macht was falsch. Vier Via Seeker, deswegen man hat meistens Zug 1 auch einen Battle Compressor auf der Hand und einen Via Seeker oder ähnliche Outs und kann dann eben ein Judge, ein Hex oder ein Sycamore auch mit zwei Lampens dann quasi rauskompressern und kommt dann super durchs Deck. Viermal Ultraball, eigentlich hauptsächlich immer um Handsize, also Handkarten zu reduzieren und dann für den Shaman mehr Outs zu ziehen. Vier Trainers Mails, eben um besagte Itemkarten auch praktisch zu erreichen. Und jetzt ist das, was eigentlich richtig gut ist an dem Deck, und zwar ist das viermal Puzzle of Time. Das spielt, denke ich, mittlerweile jeder in der Nightmatch-Liste. Wenn man zwei auf einmal zieht, dann kann man, oder zwei auf einmal spielt, dann kann man zwei Karten aus dem Discard-Pile raussuchen, egal welche man will, und das ist einfach übertrieben gut. Und dadurch, dass wir sowas wie Senior und Junior haben, können wir, wenn wir Knockout kassieren, auch automatisch zwei Puzzles holen, holen uns den Nightmarcher und die DCE gleich wieder und können weiter loslegen. Für weitere Consistency habe ich noch drei Acrobike. Man muss halt immer aufpassen, dass man, wann man welches Item zuerst spielt. Das ist halt das an Nightmarch, was auch Nightmarch irgendwie halt gut oder besser macht, sage ich mal. Beispielsweise erst Acrobike, dann Compressor, weil man sonst zwei DCEs schneller mal mit dem Acrobike hat. Drei Dimension Valley. Ich persönlich spiele ganz gerne auch nur mit zweien. Vielen ist es zu wenig. Ich habe jetzt drei gespielt. Das hat wunderbar funktioniert. Jetzt kommen ein paar One-Offs, und zwar einmal die Target Whistle. Es ist so, ich habe gegen jemanden schon, also ich habe vorher schon auf einer Regional gespielt, da haben auch ein paar Leute das Jolteon gespielt. Und man kommt relativ gut gegen Decks mit Jolteon klar, sofern auch noch was anderes auf der Bank hat, also Shamans, die man leiser nennen kann. Aber was mache ich, wenn quasi nichts auf der Bank liegt? Das heißt, ich muss darauf hoffen, dass er irgendwas discardet, also irgendwie im Ultraball einen Shaman. Und dann kann ich das eben mit der Target Whistle von dem Lysander wieder rausholen und kann mir damit Preise holen und kann das Ganze wieder mit zwei Puzzles mir genau dieselben Karten wieder auf die Hand holen und mit zwei Puzzles nochmal und kriegt so garantiert meine sechs Preise voll. Eine Taumap, übertrieben gute Karte, wer die nicht spielt, macht auch irgendwas falsch. Man kann sich so gute Sachen rausholen, nimmt zwei Puzzles aus den Preiskarten, kommt Knockout, kriegt nochmal Senior und Junior auf, kann nochmal Senior und Junior spielen, hat vier Puzzles, die man zur Verfügung hat. Also das schafft einfach gute Situationen. Ein Megafon, weil ich das gedacht hätte, es wäre sowas wie Garchomp oder halt Sachen mit Focus Sash unterwegs, damit ich garantiert immer den Knockout kriege. Ein Switch finde ich auch zu empfehlen. Dann die Tools noch. Ich habe ein Muscle Band, ein Fighting Fury Band. Muscle Band habe ich deswegen, weil ich gedacht habe, dass vielleicht Straight Toad Sachen dabei sein werden. War jetzt nicht der Fall, also man hätte besser zwei Fighting Fury Bands spielen können. Und ein Floatstone. Und Energien quasi
4 DCI, mehr braucht man nicht, weil die Puzzles die wiederholen und ja, das war's. Okay, also jetzt nochmal in der Zusammenfassung. Eigentlich ein bekanntes Night March Deck mit so ein bisschen persönlichem Touch, was jetzt so die Wahl bei Muscle Band und Fury Belt betrifft. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt das Deck für Neueinsteiger nochmal ein bisschen optimieren würde, hättest du gesagt, das eine Muskelband raus, dafür lieber das Fury Belt. Genau. Und solche optionalen Karten wie die Target Whistle könnte man theoretisch cutten und vielleicht da nochmal auf ein Acrobike mehr oder so gehen. Ja. Also an und für sich eine bekannte Liste, sehr, sehr gut. Und jetzt wird natürlich die Leute vor den Bildschirmen interessieren, gegen was du so gespielt hast. Einfach erstmal kurz, wie bist du im Turnier gegangen? Du bist Top 3 gegangen? Ja, im Endeffekt. Ich habe den dritten Platz belegt. Also das Turnier ging los. Das waren 5 Runden in den Schweizer Runden. Ich habe einen Gegner bekommen, der hat Fairies gespielt, also Gardevoirs und Aromatis. Und da ja meine Freunde das auch spielen, habe ich damit sehr viel gegen getestet und es ist auch generell ein relativ gutes Matchup, weil er einfach nicht mit den, weil der Fairy-Spieler normal nicht hinterherkommt, also er ist zu langsam dafür, bis er aufgebaut ist. Das ging 2-0 für mich aus. Dann habe ich gegen einen Evil-Tal Sorak Gellade-Deck gespielt. Da habe ich angefangen, er hat angefangen und ich habe im zweiten Zug ihn donken können. Habe alles rausbekommen, also ich habe bestimmt 30, 40 Outs gehabt, habe mein Pumpkin Woo aktiv gehabt, habe die DCI ran und mir fällt auf, okay, ich habe kein Stadium, verdammt. Und dann hat er 3, 4, 5 Preise ineinander genommen, weil ich dead gedrawt habe. Also habe ich das Spiel dann irgendwann gescoopt. Habe das zweite Spiel relativ gut gewonnen und das Problem war dann, dass dann irgendwann uns Zeit ausgegangen ist. Ich habe meinem Gegner auch gesagt, so ein Tie ist für uns beide nicht so super, aber wir haben es dann beide einfach nicht geschafft, fertig zu spielen, also war das ein Tie. Mhm. Die dritte Runde ging gegen Philipp, der hat auch Nightmarch gespielt. War ganz witzig, weil er sich nicht ganz sicher war, wie er das in Mirror angehen soll. Hat mich dann anfangen lassen, obwohl er einen Coinflip gewonnen hat. Ich habe, glaube ich, ziemlich viele Outs gehabt und habe ihn gejudged. Dann hat er auch relativ zügig seine Shamans rausbekommen, hat also konnte wieder zurück ins Spiel kommen, aber es waren, glaube ich, 3 DCE priced und hat dann entsprechend verloren. Ach nee, Quatsch, es hat anders angefangen. Und zwar hatte ich 3 Shaman und 3 Dimension Valley auf der Hand und ich habe halt überhaupt keine Outs bekommen, aber er hatte auch eben 3 DCE priced, das heißt, ich habe es noch irgendwie geschafft zu gewinnen, einfach weil er nicht hinterhergekommen ist, weil es so viele Sachen in den Preisen lag. Mhm. Zweites Spiel. Hat er mich beginnen lassen, ich habe ihn gehext. Ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat. Entweder habe ich zweimal gewonnen und er einmal gewonnen oder ich habe zweimal direkt gewonnen. Ich glaube, ich habe zweimal direkt gewonnen. Und der Fehler war, er hat mich anfangen lassen. Selbst wenn ich Nightmarch spiele, ich will immer anfangen, auch wenn es erstmal blöd klingt, weil, oh, ich lege der Shaman, dann kann ich das Shaman leisten. Im Gegenteil, ich möchte mehr Outs haben und außerdem, wenn ich im Zug 1 die Hexe spielen kann, das bringt die meisten Gegner einfach um. Dann Runde 4. Runde 3. Das war Runde 3. Das war Runde 3, ja. Runde 4 war natürlich das Dream-Matchup. Ich habe damit gehofft und gerechnet, dass viel Mewtwo unterwegs ist. Das war auch der Fall. Also meine Freundin hat, glaube ich, gegen 3 Mega-Mewtwos gespielt. Ich habe dann quasi gegen den Patrick gespielt. Das ging wie zu erwarten 2-0 aus. Dann war ich zu dem Zeitpunkt 3-0-1. Und die letzte Runde vor den Tops war gegen den Tobi. Der hat Greninja gespielt. Wir haben aber relativ, ich sag mal, langsam gespielt, weil Tobi hat, glaube ich, schon 3 Regional Wins, das heißt, er braucht nicht mehr Punkte. Und Philipp hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, reinzukommen, wenn er die Runde gewonnen hat und Tobi scoopen würde. Und das ist dann auch passiert. Aber so für die Kamera kurz. Also das erste Match habe ich mit Nightmarch gegen Greninja gewonnen. Das lag daran, dass ich ihn gejudged habe und seine Judge-Outs waren, glaube ich, 3 VS-Seeker und Energy. Das zweite Spiel hätte er gewonnen und dann haben wir quasi, hat er gescoopt, damit Philipp reinkommt. Und die Tops habe ich dann nochmal gegen Philipp gespielt, also auch nochmal Nightmarch Mirror. Und er hat sich dann, dadurch, dass Philipp schon ziemlich, also Philipp ist, glaube ich, unter den Top 15 europaweit von den Punkten her, also er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er hat sich ziemlich viel von mir abgeguckt und wir haben auch ziemlich viel über das Nightmarch Mirror gesprochen. Und er hat mich dann auch dementsprechend, im ersten Spiel war er einfach voraus. Dann habe ich im zweiten Spiel angefangen. Ich spiele Hexe, also ich habe vorher Outs gehabt mit Shaman und weiter. Ich spiele Hexe, Pass. Er ist dran, okay, er kann natürlich machen, weil er keine Shamans zum Ziehen hat. Hexe, Pass. Ich, Hexe, Attacke, er scoopt. Also ich hätte quasi noch 1, 2 Mal Hexe spammen können und
Auf jeden Fall war dann das dritte Spiel. Wir wollten dann relativ zügig heim. Ich habe gesehen, er hat das Spiel einfach so dominiert. Ich hätte zwar noch 3 Preise oder 4 Preise gehabt, und er hat noch 1 oder 2 Preise gehabt, aber ich habe dann einfach das Gruppen ab ihm dann in die Finals gelassen. Ja. Naja, also in der Situation. Er hat es schon verdient gewonnen, so ist es nicht. Ja, ja, aber ja. Es war dann auch irgendwann schon fast 10 Uhr abends oder so und dann. Dann hatte man auch keine Lust mehr, ja, die letzten Minuten dann noch auszureizen. Also genau. Grundsätzlich von der Deckwahl her warst du sehr zufrieden, so wie es ausschaut. Ja, also grobe Änderungen würde ich jetzt nicht reinmachen. Wie gesagt, wenn ich jetzt erwarte, dass mehr, also weniger so Sachen wie Straight Hold kommen, dann vielleicht ein Muscle Band raus. Ja, solche Geschichten. Aber sonst, was hast du sonst auf dem Turnier so erlebt für andere Decks? Irgendwas Außergewöhnliches? Wir haben jetzt schon gehört, es war sehr viel Nightmarch, Greninja, Megarayquaza war dabei, Mega Mewtwo, Mega Manectric. Irgendwas total Außergewöhnliches, wo du sagst, das hat dich jetzt irgendwie ja, neugierig gemacht? War jetzt nichts Besonderes dabei, oder? Ja gut, also du hast ja Mega Ray Jolteon gespielt, das war ziemlich interessant. Martin hat Mega Manectric Jolteon gespielt, das war ziemlich cool. Ja, ansonsten halt Mega Mewtwo's waren ziemlich viele Vertreter, wobei ich sagen muss, dass Patrick meiner Meinung nach die beste Liste hat. Mhm. Und zwar ist es nicht diese typische DCE und halt 6 Energies, sondern er spielt 12 Psychoenergien straight und spielt halt mit Max Elixir. Okay, dass er da auch relativ breitflächig da seine Pokémon versorgen kann und immer ready to go. Ich glaube, der Unterschied ist einfach der, dass ich im Mirror, wenn ich selbst zweites gehe, dass ich trotzdem viel bessere Chancen habe, wie wenn ich die normale Liste habe und als zweites gehen, habe ich halt deutlich schlechtere Chancen. Deswegen glaube ich auch, er war, glaube ich, bis zu mir unbesiegt und hat auch dann in den Tops nur auch gegen Nightmatch verloren, was halt Auto-Loss-Matchup ist. Ja. Okay, cool. Willst du sonst noch irgendwas zum Turnier an sich sagen? Ich meine, wir haben jetzt deine Turniererfahrung mal wiedergespiegelt, heißt, gegen was du gespielt hast, wie du dagegen gespielt hast, dein Deck haben wir auch gesehen. Zum Beispiel für die Zukunft, jetzt fürs nächste Turnier. Du hast ja vor, wahrscheinlich nach Leipzig zu gehen, auf die Regionals? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin noch recht schlecht, was Metacalls und so angeht. Okay. Deswegen habe ich Nightmarch gewählt, weil ich damit ziemlich sicher bin und auch ich der Meinung bin, dass ich die meisten Mirrors auch gewinne. Ja, Leipzig, muss ich mal gucken. Also im Moment ist halt nicht so viel im Format, was mir persönlich Spaß macht. Das heißt, vielleicht wird es Nightmarch, vielleicht, aber ich weiß es noch gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall mal mit Greninja umtesten, weil es ein relativ günstiges und aber auch ziemlich starkes Deck ist. Mega Mewtwo sagt mir jetzt nicht so sehr zu, weil es einfach halt gegen das Pumpkin, wo einfach schwächenmäßig halt stark unterlegen ist. Muss man mal gucken. Ich bin da auch noch recht offen. Okay, aber wir werden auf jeden Fall in Zukunft mehr von dir hören, denn der Bene hat mir heute gesagt, dass er Lust hätte, ein bisschen aktiver auch jetzt hier auf dem Kanal mitzuwirken. Heißt auch vor Ort bei Turnieren Videos für euch zu machen. Was hast du dir denn da vorgestellt? Also ich denke, was ich am liebsten machen würde, sind halt Tops-Interviews. Also mit Leuten, die halt in den Tops waren oder Tops dort gespielt haben, wie hier eine Deckliste halt abzufragen, nach speziellen Karten zu fragen, zum Beispiel, warum das Starting Megafon, warum die Target Whistle und etwas anderes und wie halt die Runden gelaufen sind und das dann quasi euch vorzustellen. Das heißt, Bene wird jetzt für uns, hier für das Team, diese Sparte mit übernehmen. Ich werde versuchen, natürlich so ein bisschen Spaß und Spiel hinter den Kulissen und auch vielleicht den Bene mal in Aktion so zu filmen, dass ich seine Filme filme. Aber wir werden da versuchen, euch mehr Einblick in die Turniere zu geben, weil es manchmal recht schwer ist, das alleine zu machen. Das finde ich sehr gut und ich bin auch sehr froh, dass du mitmachst. Und ja, lasst mal eure Meinung dazu da. Was haltet ihr jetzt von so einem Interview? Ich habe jetzt natürlich den Vorteil gehabt, dass der Bene um die Ecke wohnt und dass er direkt mal vorbeischauen kann. Aber wenn wir das auf den Turnieren machen, würde euch das interessieren, dass ihr da ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Einsicht bekommt in so verschiedene Decks und Formate? Das würde uns interessieren, dann machen wir nämlich gerne die Videos für euch. Okay, sonst noch irgendwelche Worte, Bene, abschließend Grüße an die Fans, an die Fangemeinde, an die Party-People, an die Neulinge, die jetzt vielleicht ins Spiel kommen wollen. Ja, wie gesagt, also das Spiel ist nicht schwer. Halt, also man muss halt sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss vor allem auf Turniere fahren, man muss die Erfahrung machen, warum ich gegen was verliere. Also es nützt nichts jetzt hinzugehen und sagen, ich klaue mir die Liste, sondern es macht halt auch Sinn, beim ersten Turnier sich selber was auszudenken und festzustellen, boah, das war vielleicht doch nicht so gut, was ich da gedacht habe, weil so wird es halt meistens laufen, egal ob ihr jetzt selber ein Deck baut oder euch eine Liste klaut, aber wenn ihr euch selber ein Deck baut,
dann wisst ihr, was da drin ist und ihr wisst, warum es nicht funktioniert hat. Und das ist der Knackpunkt, der Unterschied. Warum halt manche Leute sich... Ich meine, klar, wenn ihr jetzt seit 10 Jahren spielt, dann mal schnell eine Liste irgendwie mit zusammengeschrieben, das ist kein Problem. Aber nehmt euch vor allem am Anfang die Zeit, testet auch online viel. Und ja, wie gesagt, fahrt auf Turniere und habt überhaupt nicht die Angst, andere Leute zu fragen, warum sie jetzt das spielen oder warum ihr das gemacht habt. Sondern die Leute sind alle total freundlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass da jemand herkommt und sagt, oh, nee, das ist alles... Top Secret. Klar, die Leute gibt es vielleicht auch, aber wie gesagt, die Spieler-Community ist relativ hilfsbereit und gerade auch gegenüber Neulingen. Wie gesagt, das ist meine erste Season und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal jetzt Tops spiele und jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft und dann... Da sind wir auf jeden Fall zuversichtlich. Das kann ja letztendlich jeder von euch irgendwie halt auch was gewinnen und so weiter. Genau, man muss einfach nur Bock drauf haben, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Und dann hat man auf jeden Fall die Chance, ein bisschen weiterzukommen als... Und schaut vor allem Maxis Videos. Die haben zum Beispiel nie... Ja, nein. Ich hab nur dadurch angefangen mit dem Spielen. Und ich habe auch nur dadurch angefangen, die Konzeption hinter Decks zu verstehen. Und dementsprechend, solche Videos helfen. PTCGA, Rappelmann, solche YouTube-Channel müsst ihr euch halt angucken, ein bisschen Zeit da rein investieren und dann kriegt ihr das schon. Genau, alle Videos oder alle Kanäle werdet ihr nochmal in der Videobeschreibung finden, beziehungsweise den Kanal hier kennt ihr ja mittlerweile schon, sonst wärt ihr nicht da. Aber danke dafür, wir wollen natürlich euch weiter unterstützen, euch neue Spieler jetzt speziell gemeint. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt immer diese Kommentarbox unten benutzen, einfach eine Nachricht schreiben, ihr könnt es auch gerne direkt an den Bene adressieren. Ihr könnt uns auch auf Facebook finden, da wird auch der Bene euch gerne Fragen beantworten. Geht einfach auf PokeMaxi.tcg, da wird er jetzt auch mit als Redakteur dabei sein. Heißt, ihr könnt direkt die Fragen an ihn adressieren. Und ja, wir freuen uns auf neue Videos. Lasst auch Vorschläge da, was ihr sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bene, nochmal besten Dank für das Interview. Und beim nächsten Turnier machen wir dasselbe nochmal, aber wir tauschen die Rollen und ich gehe... Platz 1. Okay, machen wir das so? Finde ich gut. Alles klar. Dann besten Dank nochmal dafür, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Und was willst du für eine Karte reinhalten zum Abschied? Deine awesome, mega geile... Ja, ich denke mal, ja. Puzzle of Time. Dann knall das Ding mal. Dann nochmal. Was geht, Pokefans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Deck-Profile. Heute zeige ich euch das Deck, das ich in Wasserburg gespielt habe. Das Deck kennt ihr grundsätzlich schon. Ihr kennt auf jeden Fall den Hauptcharakter.